So Leute, zweite Runde. Hier mit Slay the Spire. Bei der Heroes of the Storm gesagt. Ist ja völlig falsch. Wir sind hier im zweiten Akt unterwegs, am Anfang. Wir haben uns sozusagen so zugeholt. Und kriegen jetzt leider keine Tränke mehr. Dafür haben wir eine Energie mehr. Ist doch auch was. Unser bevorzugter Krallenbild ist überhaupt kein Krallenbild-Deck hier geworden. Sondern wir gehen hier über dunkles Schicksal ins Schwarze zu treffen und das Plasma. Ordentlich hier über die Echoform jetzt noch. Die haben wir jetzt noch bekommen. Gute Karte. Jede Karte, die wir, nachdem wir diese hier gespielt haben, spielen, wird doppelt gespielt. Ohne zusätzliche Kosten. Voll gut. Schauen wir mal hier rein. In den zweiten Akt hier, die Stadt. Und in der Stadt gucken wir zuerst nach den Händlern. Händler da, Händler da, Händler da. Ah, über die linke Seite sind zwei Händler und der Obrende. Das heißt, wir gehen hier durch. Hier, 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 hier und hier. Genau, das wird unser Weg. So, die Herrschaft Diebstahl. Machen wir erstmal unser dunkles Schicksal. Bam. Dann haben wir schon mal das. Dann können... Der würde jetzt 12 Schaden machen, ne? Ich meine, die Block hier bringt überhaupt gar nichts. Auf den mit weniger Leben, dann kriegt es der Linke ab. Ja. 9? Okay, da ist der fast down. So, der erste Schaden wird geblockt. Den zweiten kassieren wir komplett. Wenn wir aber unsere Heilung bekommen... Heilungsmacht, dann ist es gar nicht so schlimm. Oh, da brauchen wir noch Karten. 8, dann fällt der schon mal um. So, gut. Kriegen wir eine Karte dazu. Da ist die Heilung. Das können wir komplett blocken. Und dem können wir noch eine auf den Latz geben. Okay, komplett geblockt und die Heilung gibt uns das gestohlene Leben auch zurück. Den werden wir jetzt entsprechend bekommen. Echoform bringt jetzt nicht mehr viel. Blitz und Block nehmen wir mit. Und das eben auch. So, jetzt haut der uns nochmal 8 auf den Platz. Sag mal. So ein Hundling. So, wir nehmen das dunkle Schicksal. Die Fusion dazu. Und hoffentlich kriegen wir jetzt... Ja, 12. Na, 11 Block kriegt der. Ja, reicht trotzdem. Bumm, bumm und bumm. Huhu. Und 74er zurück. Gold zurück, Energietrank, können wir vergessen, kriegen wir nicht mehr und wir kriegen... Das ist was. Oder das. Beide verbessert, die in der Mitte nehme ich nicht. Wir brauchen keine Orb-Slots, wir kriegen. Lege die nächste in diesem Zug gespielte Karte auf den Nachziehstapel. Ja, gewisse hier... Das oder ins Schwarze oder das dunkle Schicksal. Ja, finde ich gut. Finde ich gut, finde ich gut. Rückstoß ist gut. Und egal, was wir sonst noch kriegen, das ist irgendwie generell viable. Es gibt ja mehr Karten, die wir vielleicht öfters einmal spielen wollen. Erhalte Geld oder erhalte ordentlich Geld. Verliere am Ende deines Zuges Handkarte TP. Da ist aber ein Laden. Nehmen wir ordentlich Geld. Weil wir diese... Fluchkarte ja auch gleich wegkriegen. Jetzt haben wir 500 in der Tasche. Und hinter dem Fragezeichen ist natürlich ein Gegner. 2x5. Das heißt, ein Block reicht. Schlagen, schlagen. Noch ein Block reicht. Dann können wir die Pufferfähigkeit hier sparen. Die ihr hoffentlich immer noch seht hier. Ja, sitzt gut. Wunderbar. Fusion. In Schwarze, schlagen und kompilieren. Karte nachziehen. Verdammt. Kann ich nicht mehr spielen. Jetzt kriegen wir 2 Schaden. 1 Schaden. Oh, das hat jetzt meinen Puffer getriggert. Ah. Oh. Na gut. Jetzt sind wir hier gebannt, verflucht. Ah, können das so machen. Und warte mal. Und so machen. Ja, reicht. Unsere Echoform ist jetzt aktiv. Damit können wir jetzt arbeiten.
27 Schaden, Freund Schnürschuh. 20 Block, jawohl. Wir machen das und das und das. So, 24 Block bekommen, sehr schön. 3 Schaden reingedrückt. 15 Schaden. Kriegen die hier. Die kriegen wir dann doppelt auch. Brauchen wir so viel? 15. Ja, wir kriegen jetzt ordentlich rein. Mach ich. So. Und die hier. Und die Blitz. Das Ding ist, durch Bann kriegen wir jetzt immer so eine Benommen-Karte ins Deck gemischt, wenn wir keine Angriffskarte spielen. So, 29 Leben hat er, der Gut. Thank you! Aua! Ah, und jetzt die Reue auch nochmal. Ich meine, ich kann alles spielen. Mal erstmal kompilieren, dann kriegen wir hier... Oh, 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 Style. Ah, fällt er doch noch um. Sehr schön. Noch eine Fusion? Das ist viel. Kugelblitz. Nee, nehmen wir nichts mit. Überzeugt mich jetzt nicht, zumal ich jetzt auch zum Händler komme. Natürlich keine Mitgliedskarte. Dann hauen wir erstmal diese hässliche Reuekarte raus. So, und jetzt gucken wir mal da oben. Bombe ist ganz nice. Füge nach 3 Zügen allen Gegnern 40 Schaden zu. Das sind 50 Schaden. Oh, Bombenstimmung. Und der nächste Händler ist erste Zeit weg. Ja, ja. Wir können uns schon leisten. Finde ich gut. Ist ordentlich Schaden. Max TP erhöht. Immer wenn du in einem Zug 3 Angriffe spiele ich nicht. Also Beginn des Kampfes ein Artefakt. Ich nehme die große Blockkarte mit. Das auch noch. Verhindert ein. Ne? Das Ding hier, ne? Macht halt ordentlich Schaden und ich krieg 3 Plasma. Aber ich kriege ja Plasma, auch so langsam. Können wir das aufheben? Ich heb mir das restliche Geld auf. Das ist zwar gut, aber es ist halt ein Artefakt. Also ist schon, ja, aber... Hm, jetzt habe ich knapp 200 Gold und genau bei dem hätte es mir was gebracht. Ach Gott. Warte mal. Wir machen Rückstoßbombe. Dann kriege ich die Bombe zurück. Jawohl. Kriegt er da nach 2 Zügen 40 Schaden reingedrückt. Ja, verwirr mich nur. Macht mir gar nie nichts. Ja, juckt mich nicht. Und dann haben wir die Bombe wieder. Kostet 3. Aber gut, machen wir. Und schlagen können wir nachher. So, aber 2 Bomben aktiv. 80 Schaden auf dem Weg. Der Schaden wird geblockt. Ich werde verwundbar. Macht er 12 Schaden. Oh. Ja, den hier. Und fertig. Puff, da waren die ersten 40 Schaden. Aua. So, die Echoform ist aktiv, muss ich dran denken. Warte mal, fällt euch jetzt so dumm. Ja. Bombe. Buff. Hehe. Blocktrank kriege ich nicht. Immer wenn du eine Macht spielst, weniger. Ich nehme die Schmelzen mit. Bisschen Nische gegen Block-Gegner, aber auch ganz gut. So, wir machen die Flüchtigkeit raus. Damit sie nicht verloren geht, meine gute Echoform. Kommt da eigentlich noch ein Lagerfeuer? Oh, nee. Oh, je.
Ich habe nur eine. Bombe. Ja, die Bombe. Und die vier Panzerrüstung noch dazu. Die Bombe ist aktiv, das sind schon mal 40 Schaden auf dem Weg. So, trifft mich nicht. 3x6. Das trifft mich jetzt. Aua. Puffer ist auch beendet. Eine Wunde kriege ich reingemischt. Kann hier die Echoform. Und einen kleinen Block spielen. Mehr kann ich nicht spielen. Die Bombe ist gezündet worden. Aua. Oh Gott, der wird ja richtig. Schilde hoch. Ah ja. Die Brennenkarte wurde jetzt doppelt gespielt. Keine Verteidigungsmöglichkeit dazu bekommen. Könnte mir hier ein. Warte mal, ich kann so spielen und so spielen. Dann kriege ich nämlich die hier zurück. Hehe. Jawohl. Wenn wir einen mehr machen können, kriegen wieder 11 Schaden. Gott, und der aufgedammte Hundling kommt ja noch. Oh Gott, ich kann da nicht lang gehen. Ich komme aber trotzdem zum Händler, okay. Jetzt muss ich mir das hier überleben. Bombe. Alles ziehen, was geht. Schlagen. Bombe. Ach, ich hätte den doppelten Block brauchen können. Nein! Nein! Tja, das war's. Überwältigt worden. Juhu! Ja gut, schade. Kurze, feine Runde. Da sind wir schon wieder draußen. Aber auch das gibt's hier. Slay the Spire. Wie lang war jetzt diese Aufnahme? Oh, 12 Minuten nur. Neustart. Hier, gehen wir rein. Das Defekte. Los geht das hier. Hallo nochmal. Ja, da bin ich schon wieder. Ich habe immer noch Bock auf Krallenbild. Oder ein seltenes Zufällig verliert dein gesamtes Gold. Schaut's nicht aus. Links rum. Nö, ich will schon zum Händler. Ich verliere wieder mein Startrelikt und kriege Energie, aber die Gegner sind ein stärker. Okay. Kann jetzt gut sein, kann auch gut sein. Wir gehen trotzdem links rum. Und kriegen jetzt, wie gesagt, keinen Blitz mehr geschenkt von Anfang an. Können jetzt den einmal, zweimal, dreimal. Mehr hätten wir nicht machen können. Ich muss dran denken, ich habe schon 4 Energie. Ich habe schon 4 Energie für das, das, das und das. Puff. 10 kann ich blocken. 1, 2, 3, 4. Wie heißt das Ding eigentlich? Stein der Weisen. Easy. Okay. Ich brauche unbedingt. Ansammeln. Das lohnt sich ja erst ab so 8 Karten oder so, ne? Für die dritte Karte. Oder allen Gegnern Schaden zufügen. Karte ziehen. Ja, das ist doch für den Anfang ganz gut. Zum Beispiel für die zwei Herrschaften hier. Da kommt sie ja schon. Zack. Jawohl. Ich krieg sie aber nicht down. Blocken wir komplett. Den Schaden gering zu halten. Did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 
Dick. Das mit dem extra Stärke ist vor allem doof, wenn der Gegner oft klein angreift. Also, wenn jetzt da steht 5x4 Schaden oder so, dann steht halt 5x5 Schaden da. Das können wir wieder blocken. Blocken, Ding und den Schleimhammer weg. Wieder einen Schaden rein. Grundsätzlich finde ich das aber jetzt nicht so schlimm, dieses. Na? So. Was kriegen wir? Eine Kralle! Es geht los! Mit den Krallen ist nämlich folgendermaßen. Der macht jetzt 3 Schaden, kostet 0. Immer wenn du eine Kralle einsetzt, fügen alle Krallen 2 Schaden mehr zu. Alle in deinem Deck. Alle. So, oder man kriegt halt hier so ein Mist. So, und das einfach, wenn wir es können. So, das passt ganz gut mit den, also die Krallen. Man kann halt mehrere Krallen ins Deck packen. Es gibt Karten, mit denen man Nullerkarten ziehen kann, ne, praktisch kostenlos. 4 Negativen will sich buffen. Mal so und so und so und so. Lassen wir den mal buffen. Und dann. Okay, okay. Können wir ihn hier so hops nehmen. Gut, das hat gut geklappt. Geschicklichkeitstrank und... Schneesturm brauche ich nicht. Das ist ganz nice, aber brauche ich nicht. Wird das dann eine Nullerkarte? Nein, natürlich nicht. Und das mit dem Brennen, ich finde das halt dämlich. Nö, will ich nicht haben. Bin ich dagegen. Bin ich ehrlich. So, die bekommen jeweils einen Stärke geschenkt. Der will mir schon 11 reinklopfen. Mach ich gar nicht gern. Ich trinke mal hier einen Schluck. Mal den und den. Okay. Und ich gehe trotzdem auf den rechten. Weil der linke wird nicht stärker. Der rechte bufft sich jetzt mit dieser Feder hier und wird jetzt pro Runde um 3 stärker als den. Deswegen müssen wir wirklich in den hier den ganzen Schaden reinklopfen. Und durch meinen Stein der Weisen hat er ja eh schon eine Stärke zu. Bekommen. So. Da machen wir. Oh Gott. 21 greifen die jetzt an. Kriegen wir einen kleinen Block, das ist nice. Und dann Kralle, weil Nullerkarte ist ja geschenkt. So und so. Kaffee. So, der rechte wird wohl umfallen. Nö, wird er nicht. Und aber jetzt langsam. Hat sich ordentlich aufgebufft. Sind schon auf 10 Stärke. Aber fällt jetzt um. Das können wir komplett blocken. Schleimling. Hier. Säureschleim. M. So, hier haben wir die Kralle. Ah, ist eh egal. So, dann kriegen wir... Brauchen wir nicht. Die nehmen wir. Füge 15 Schaden, du kostet halt 2 Mana. Aber immer wenn man sie spielt, werden die Kosten um 1 verringert. Das kann eine Nullerkarte werden. Und wir gehen ja auf Nullerkarten. Krallen und so. Hello there. So, da oben. Leider nichts. Das passt ganz gut. Aber... können wir uns nicht leisten. Ich nehme das hier. Das ist ein super starkes Relikt. Schon allein dadurch, dass wir jetzt hier auf 2 Elite treffen, sind ab sofort alle Elite-Kämpfe, also alle Elite-Gegner, haben 25% weniger TP. Voll gut. Jetzt sind wir praktisch pleite. Das hätte auch gut gepasst, wenn wir viele Karten ziehen. Oder das hier, weil Nullerkarte. Aber das mit den Elite ist einfach ein super starkes Relikt. Hier, einfach mal ein Viertel weniger Buff. Saugut. Ich setze gleich mal die Kralle ein.
damit die einen stärker wird. Er pennt noch zwei Runden. Einfach weil er es kann. Setze ich einen Blitz. Ja, ich dampf mich schon mal ein bisschen auf. Jetzt schon ein Fragezeichen. Was ist da los? Und dann setzen wir die hier ein. So, und dann ist er schon auf fast Hälfte Leben runter. Hey. Ein wenig betäubt, macht jetzt 19 Schaden. Wir können 1, 2, 3 und ihn hier setzen. Fast komplett geblockt jetzt hier. 4 Schaden. Wir müssen dran denken, wir haben dann noch den aufgeladenen hier zu stemmen. Den können wir auf jeden Fall spielen. Den können wir auch spielen. Okay, kommt kein Block oder was noch daher. Das heißt, wir kriegen jetzt 14 Schaden reingedrückt. Ja, schade. Und jetzt kriegen wir die ganzen Verteidigungskarten. Nein, mit dem Blitz ist es vorbei. So, 33. Tränke werden nach jedem Kampf hinterlassen. Cool. Noch eine Kralle. Hallöchen. Es geht los. Mal hier. Verwundbar. Okay. Und das bringt uns. Ah, komplett geblockt. Die 2x7. Und wir haben schon 2 Krallen im Deck. Hoffentlich kriegen wir den angezündeten. Ihr wisst schon. Den angezündeten Elite hier. Den hier. Aber auch danach haben wir noch 2 kleine Kämpfe. Das wird richtig heftig. Noch. So. Okay. Das geht jetzt easy. Den können wir so nehmen. Und dann so und so und so. Und dann ist er hin. Sehr schön. Gut. Knuts der Schmiede. Und wir kriegen Faster than Light. Füge 5 Schaden zu. Hast in diesem Zug weniger als 3 Karten ausgespielt. Ziehe eine Karte. Und eine Nullerkarte. Okay. Ach, die hier. Na, wir kriegen alle ein Viertel weniger Leben. Sehr schön. Gut, 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 gut. Ich habe leider keine Verteidigungskarte auf der Hand. Dann verbessern wir mal mein Deck. Verwundbarkeit geht leider dann nicht durch. Ich kann aber... 9, 18, dann fällt der mittlere um. Und ich spare mir die kompletten Schaden. 5. Ah, das ist zu viel gepokert. Und dann hier auf den hinteren. Ah, geht auch auf den hinteren. Sehr nice. Okay. Eigentlich sollte man immer hier einen der beiden äußeren zuerst niedermachen. Einfach um diese Situation zu vermeiden. Jetzt machen wir das mal so. Und so. 16 hat der jetzt noch. Dann können wir jetzt hier... Ah, schade. Ich krieg einen nicht voll raus. Leider. Aber ich kann einen komplett blocken. Zumindest das. Und 10 Schaden kassiert. Au! Okay, jetzt greift keiner von beiden an. Das ist gut, ist gut. Das heißt, warte mal, hier, der macht 20. Der rechte ist down. Machen wir den. Den. Und den. Und den. Ja, cool. Wir haben 6 Schaden kommen. Wehe, wenn nicht. Wehe, ich kassiere jetzt 10 Schaden wegen... Boah. Waffe Glück. Das war eine Doppelentladung und die Benommenkarten dabei. Juso Armband. Begegnet es den Fragezeichenräumen keinen Monstern mehr. Das ist gut. Schlüssel, Geschicklichkeit ist nice. Und wir kriegen. Ja, ahnt es schon. Eine Kralle. So, was kriegen wir hier? Oh, beginne jeden Kampf mit einer Stärke. Passt. Schlüssel, bleibt da. Ich nehme Vaya. So, was er kann mit seiner einen Stärke, kann ich auch. Ich blocke, blocke, mach das hier. 14. Cool. Das hebe ich mir mal gerade noch auf. Kassiere jetzt 4 Schaden, haben wir noch 17.
Jetzt will er irgendwas machen. Ist jetzt nicht so schlimm. Eine Kralle, noch eine Kralle. Den hier und doppelt und fertig. Was kann ich jetzt? Kannst einen Zug lang keine Angriffe ausspielen? Ja, toll. Oh, Mann. Was ist das für eine Scheiße? Oh, 4 Schaden. Au! Bam, der Blitz hätte gereicht. Mann, Erholungstrank. Sehr gut. Den schmeiße ich mir gleich ein. Alle für einen! Füge 10 Schaden zu und nimm alle Karten mit 0 vom Abwurfstapel. Die brauche ich. Die brauche ich. So, jetzt muss ich bloß hier schauen, dass ich nicht tot umfall. Machen wir die Erholung. Auf alle Fälle die Erholung. Ich gehe auf den rechten, weil der mir ja das Geld klaut. Ich kann das weitestgehend blocken und ihn auch nochmal eine Nei würgen. Und heile 5 Leben. So, Leben am Limit hier. Aber mein Deck wird. Jetzt kann ich hier den hier spielen. Und alle für einen spielen. Macht auch schon mal 8 Schaden. Und ich krieg meine Krallen zurück. Die Krallen werden ja mit jedem Einsatz besser. Machen hier noch die Verteidigung. Und fertig. Ha, alle für einen ist toll. Zumal, wenn ich viele Nullerkarten habe und die dann alle hier im Abwurfstapel sind und wuff, sind sie wieder da. 8 Schaden auf mich. Mama, kommt noch was Verteidigendes? Nein, aber ich kann hier das machen. Und jetzt immer noch nichts Verteidigendes. 5, 9 macht die schon. Dann mache es so. Und so. 12. Nee, reicht nicht. Reicht so. Ich will mir die Ding echt sparen. Ja, reicht. Huh. Ah ja, ich hab alles gebraucht. Geld zurückgestohlen, Angriffstrank und wir kriegen... Ja, die Fusion nehme ich trotzdem mit. Haha, das rettende Ufer. Oder brauche ich eigentlich so viel Ufer? Ich habe nur einen Gegner hier vom Latz. Riskiere ich's? Was haben wir hier oben? Den Dude. Ich meine, ja gut. Das macht dann einfach mehr Schaden, ne? Genau. Das macht einfach ein bisschen mehr Schaden. Brauche ich nicht unbedingt. Nee. Heil ich schon. So. 42 Leben wieder. Okay, okay. 16 Schaden. Tschüss. 7. So, das sind 4. Und das sind tot. Brauche ich gar nicht blocken. Macht mich schwach, aber 4 werde ich wohl runterkriegen. Ja. So, Zockergebräu. Wirf beliebig viele Karte ab, ziehe genauso viele, okay? Brauche ich nicht. Laden. Haben nicht so viel Geld. Oh. Ausschlachten. Kann ich mir das und das leisten? Nein, kann ich nicht. Weil ich muss ja die beiden noch wegkriegen. Wobei ich noch keine... Ich habe noch keine... Eine Karte fehlt mir noch. Diese Umwandlung. Die fehlt mir noch. Aber hier, das nehmen wir auf jeden Fall ausschlachten. Und ich ziehe 4 Karte. Jede so gezogene Karte wird abgeworfen, die nicht 0 kostet. Ich habe lauter Lola-Karten. Energie ziehen. Fertigkeiten. Nehmen wir mal mit. Kostet zwar jetzt auch nochmal 50, aber... Und dann nehmen wir hier den Schlüssel. Würde ich sagen, oder? Das sind dann 5 Karten. Ein bisschen mehr Schaden. 3 mehr Schaden. 5 Karten ziehen. Hier wird nicht mehr gezogen. Das könnte ich billiger machen. Aber ich habe eigentlich nicht so das Problem mit Kosten. Zumal, wenn ich sie einmal... Ich habe ja schon einen Mana mehr.
mache ich tatsächlich die Ausschlachtung größer. Ja. Weil dann erst schlachte ich aus, dann spiele ich sie. Dann spiele ich alle für einen und dann kommen sie alle wieder. Zum Beispiel jetzt hier. Haben wir zwar nur einmal die Möglichkeit, sie zu spielen, aber mit jedem Einsatz werden diese Karten ja besser. Ah, ist er schon hier im Defensivmodus drin. Stachelige Haut. Können die Verteidigung und die Fusion spielen. Auch den Blitzweil geschenkt. Und die Fertigkeitskarte spielen wir jetzt auch noch. Was kriegen wir denn hier? Ein bisschen Block geschenkt pro Runde. Nein, ist nicht viel Block, ne? Nee, ich glaube, das hier bringt tatsächlich mehr. Diese Doppelentladung, der lädt sich hinten schön auf. Vielleicht bringt der doch ein bisschen was. Puff. So, jetzt greift er stärker an. 2x9. Oh. Ah. Oh ja. Ah, der greift jetzt. Werfen wir alle weg, weil ich Defensivkarten brauche. Eine kommt. Das setze ich mal einmal. Das Mana bringt mir jetzt zwar nichts, aber mein Schatten ist eins nach vorne gerückt. Ich kann den Kampf hier nicht so lange dauern lassen, tatsächlich. Heißt das Gefühl. 4x6, 4... das wird schon hier knapp, ne? So... Oh, noch eine Angriffskarte dazu. Oh, ausschlachten. Ja. Keine Nullerkarte dabei. Auf der Axt. Block, block. Ah, gut. Wurde noch in den Defensivmodus gedrängt. Gar nicht aufs Ding schaut. So, beende ich aber. Oder? Ja, der greift nahe wieder für 2x10. 5 bei 21. Wer wollt irgendwelche Blockkarten noch kommen? Eine. Ich habe halt keine. Das ist halt super offensiv, aber tatsächlich keine Blockmechaniken mit aufgenommen. Das könnte mir jetzt das Genick brechen. Meinem Leben sparsam umgehen. 21 Jahre noch. Jetzt greift er an für 18. Das kann ich auf jeden Fall spielen. Das auch. Das ist Schaden, das ich krieg. Die Fusion auch. So, beende ich. Aua. Aua. 50 Schaden mache ich niemals. 4x6 kann ich nicht blocken. Da wird alles abgeworfen, was geht. 17. Ja, das war's. Ach, schade. Oh Mann, war ein guter Start eigentlich. Das lief verkehrt, ja, habe ich auch das Gefühl. Ja, schade. Also, hat nicht sollen sein. Hab's gleich probiert, wieder hier reinzugehen. Und genau so, da habt ihr auch wirklich ein Bild davon, wie es hier auch mal laufen kann, ja. Geht mal rein, macht ein Spiel und wirklich nur eine kurze Runde. Ja, ganz kurz in Krallenbild reingeguckt, tatsächlich. Okay. Naja, so kann's auch mal laufen. Wir hatten jetzt zwei Videos mit dem Defekten, das Defekte. Das heißt, im nächsten Video werde ich mit der Seherin mal einen Run aufnehmen und mal schauen, wie weit wir dann mit ihr kommen. Mit dem Defekten hat es jetzt nicht sollen sein, einfach weil ich auch mit diesem Krallenbild nicht defensiv genug gezogen habe, beziehungsweise auch keine
entsprechenden Defensivkarten bekommen habe. Also hat nicht gereicht, leider. Naja, wenn es euch gefallen hat, Like, Abo und oder Kommentar. Und im nächsten Spiel, also nächsten Runde, wie gesagt, mit der Seherin probieren wir es dann. Vielleicht läuft sie dann besser. Bis dann.